totraumfreies Oberteil, für uns ein alter Hut. Mit Camper-Absperrarmaturen entscheiden sie sich für hygienische Unbedenklichkeit durch totraumfreie Oberteile. Niedrige Betriebskosten, durch unter Druck austauschbare Spindelabdichtung, Wartungsfreiheit durch selbstfettende Lippendichtung als Spindelabdichtung und 10 Jahre Gewährleistung speziell für Absperrventile Figur 173. Innovativ ist dagegen die Möglichkeit, die Spindelabdichtung selbst bei vollem Betriebsdruck auszutauschen. Wie einfach das funktioniert, sehen Sie jetzt. Zum Austausch der Spindelabdichtung wird zunächst das Kopfstück des Absperroberteils gelöst und die Armatur voll geöffnet. Die Spindel wird durch den Systemdruck in eine Rückdichtungsstellung gebracht. Das Wasser kann so auch bei anstehendem Systemdruck nicht in das Oberteil gelangen. Durch einen leichten Stoß auf das Handrad wird die Dichtung aus ihrer Position im Oberteil gebracht. Sie schiebt sich entlang der Spindel nach oben. Die Dichtung kann jetzt zerstört und von der Spindel entfernt werden. Anschließend werden das Handrad und das Kopfstück komplett demontiert. Die neue, gefettete Lippendichtung wird nun über die Montagehülse geschoben. Die Montagehülse mitsamt Lippendichtung wird dann bis zum Anschlag auf die Spindel aufgesetzt. Die Dichtung kann jetzt nach unten geschoben und in das Oberteil eingepasst werden. Nun wird die Montagehülse abgenommen und das Kopfstück montiert. Für den sicheren Betrieb wird das Kopfstück wieder fest angezogen. Das Handrad wird aufgesetzt und mittels Schraube befestigt. Die Absperrarmatur ist jetzt wieder betriebsbereit. Der einfache und sichere Austausch der Lippendichtung unter Druck bietet insbesondere Betreibern von Großanlagen, zum Beispiel Krankenhausbetreibern, Zeit- und Kostenvorteile.